Moin ihr Lieben, ich grüße euch. Heute gibt es bei uns mal wieder etwas ganz Schnelles, aber dafür auch Leckeres, und zwar einen leckeren Lachscreme-Aufstrich. Und wie der geht, das zeige ich euch jetzt. Für den Aufstrich benötigt ihr als erstes 150 Gramm geräucherten Lachs, außerdem etwas frischen Dill, den Saft einer halben Zitrone, zwei Knoblauchzehen, 100 Gramm Schmand, 150 Gramm Frischkäse, etwas Paprika edelsüß, etwas Salz, etwas Pfeffer und zu guter Letzt ein Schwappen Olivenöl. Als erstes beginnt ihr damit, den Lachs aufzuteilen. Einfach bloß die Hälfte des Lachses nehmen und für später aufbewahren. Und die andere Hälfte soll richtig schön fein gemacht werden. Und daher nehme ich hier meinen Mini-Häcksler, schneide den nochmal etwas feiner und gebe den einfach hier schon einmal hinein. Außerdem gesellt sich jetzt der Knoblauch dazu. Einfach bloß schälen. Und dann schneidet ihr den ebenfalls einfach etwas klein und gebt den mit in den Mixer dazu. Dann kommt hier noch etwas frischer Dill dazu. Außerdem noch der Saft der halben Zitrone einfach drüber träufeln. Sowie einen kleinen Schwapp Olivenöl. Braucht auch nicht viel sein, sind in dem Fall ungefähr 10 Milliliter. Und jetzt muss das Ganze bloß fein gehäckselt werden. Und wenn ihr es richtig schön fein gehäckselt habt, sieht das Ganze dann so aus und dann wird weitergemacht. Nehmt euch als nächstes einfach eine ausreichend große Schüssel und gebt als erstes den Schmand dazu, sowie dem Frischkäse, außerdem euren fein gehäckselten Fisch mit Knirbi und Dill. Und dann kann das Ganze schon einmal gründlich vermengt werden. Wenn dann alles gut vermengt ist und das Ganze eine leichte Roséfarbe bekommen hat, geht es mit dem Würzen weiter. Dafür gebt ihr erstmal eine ordentliche Prise Salz dazu. Dann natürlich eine Prise Pfeffer. Sowie einen Teelöffel Paprika edelsüß. Und dann könnt ihr das Ganze erneut vermengen. Die Paprika gibt dem Ganzen dann einen richtig schönen runden Geschmack und vor allen Dingen die Farbe. Herrlich! So, auch das ist schön vermengt. Dann nehmt euch einfach nochmal ein Brett sowie den restlichen Lachs und schneidet diesen einfach in mundgerechte Stücke. Außerdem empfehle ich euch, erneut etwas frischen Dill zu nehmen und diesen ebenfalls noch etwas klein zu schneiden. Jetzt kommt das Ganze einfach noch mit dazu, wird ein letztes Mal gründlich vermengt und dann darf das Ganze noch für circa eine Stunde in den Kühlschrank. Und wenn das Ganze dann schön ziehen durfte, heißt es anrichten. Und dann lasst es euch mal so richtig schön schmecken. Also, nachmachen. Tschü tschü, goodbye, adieu, auf Wiedersehen.